In was für einen magischen Ritterorden bist du? Du kannst mehr tun als das. Okay, ich höre schon auf. Fangen wir an mit dem Video. Hallo und willkommen zu einem ganz kurzen Kurzvideo. Und zwar, ich habe diesen Test für den Black Clover Orden oder für einen der Black Clover Orden gefunden, während ich mein Review gemacht habe zu der letzten Episode. Die ihr in der Infokarte verlinkt bekommt. Und zwar in diesem Test kann man sich testen, welchen Clan man beitreten würde. Und das machen wir jetzt mal ganz kurz. Leider gibt es hier nur 5 Orden zur Auswahl von maximal 9 Orden. 8 oder 9 Orden, glaube ich, sind. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, es sind 9. Also fangen wir mal an. Erstens. Hallo. Doppelpunkt. Klammer zu. Also Smiley. Guten Tag, Abend. Hallöchen. Hi. Punkt, Punkt, Punkt. Gehen. Also das Punkt, Punkt, Punkt kann ich mir schon vorstellen, wer das sein soll. Es würde höchstwahrscheinlich Galon sein. Oder Galan? Über den ich in der letzten Folge geredet habe. Der von den schwarzen Rittern, nicht schwarzen Rittern, von den schwarzen Stieren, der absolut nie was sagt. Aber ich persönlich gehe mal mit Guten Tag oder Guten Abend. Das ist doch auch irgendein YouTuber, der sowas irgendwie daherredet. Mit Guten Morgen, Guten Mittag oder keine Ahnung was und. Ach, naja. Schaue ich nicht. Also machen wir weiter. Wähle einen der Begriffe aus. Hölle, Wiese, Nachthimmel, Himmel, Wasser. Was nehmen wir da? Also ich finde Himmel ganz gut. Wasser und Wiese. Ich glaube, die Wiese hat mich zuerst angesprochen, weil wer will schon in der Hölle sein? Na dann, dritte Frage. Ich bin gespannt, wie viele das werden. Was ist dir von den folgenden Dingen am wichtigsten? Innere Ruhe, Hilfsbereitschaft, Emanzipation, Tugend, Freude und Spaß. Okay, das wird jetzt, glaube ich, schwer. Also ich würde entweder Hilfsbereitschaft, Emanzipation oder Freude, Spaß nehmen. Da es sich aber hier um ein Black Clover Quiz handelt und der Spaß im Vordergrund steht, nehmen wir mal das. Welche Tiergruppe spricht dich am meisten an? Nutztiere, Unterwasser, Säugetiere, Wiesenbewohner, Insekten oder Waldbewohner? Also ich nehme mal an mit Wiesenbewohnern, hätte ich jetzt gesagt Kühe, aber dadurch, dass sie bei Nutztiere schon Schafe und Schweine haben. Dann gehe ich mal mit Waldbewohnern, die klingen da um einiges. Entschuldigung, so ein Bär hätte schon was, so eine Bärenumarmung. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Selbstzufrieden, gewöhnlich, eingebildet, schön, unscheinbar. Naja, okay, gut, gewöhnlich, nein, eingebildet. Auch nicht wirklich. Schön, ja, okay, das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Aber unscheinbar nicht, also entweder schön oder selbstzufrieden, gehen wir mit selbstzufrieden. Und übrigens, ich verlinke euch den Link zu dem Quiz unten in der Beschreibung, wo ihr auch gerne den Abo-Button klicken könnt, wenn ihr schon am Runterscrollen seid. Ja, das muss in jedem Video vorkommen. Wo würde man dich am ehesten treffen? Daheim vom PC? Nein, was ist die Auswahl? Überall, wo ich gebraucht werde, Bibliothek, Atelier, in der Stadt shoppen, im Bett. Ja, im Bett. Siebtens, ein Apfel fällt vom Baum. Was würdest du machen? Die Schwerkraft entdecken. Ihn aufheben und für später zurücklegen. Auf den Baum zurücklegen oder wie ist das gemeint? Ihn liegen lassen und der Natur überlassen. Es erst gar nicht mitbekommen, ihn aufheben und gleich essen,
ihn in die Hand nehmen und betrachten. Also ich würde ihn wahrscheinlich in die Hand nehmen, betrachten und dann je nach Hungergefühl entweder sofort essen oder aufheben. Aber da ich im Moment keinen Hunger habe, nehme ich mal das Erste. Ein Freund, eine Freundin braucht deine Hilfe bei etwas sehr Schwierigem. Du kannst ihm ihr nicht helfen, aber trotzdem fragt dich die Person nach Hilfe. Was würdest du denken? Ich bin so müde. Ich lasse keine Freunde im Stich, auch wenn es schwer ist. Hat er sie Pech? Ich mühe mich doch nicht ab. Er sie sollte jemand anderen fragen. Einer Freundin helfen. Das kann ich wieder nicht reden, ja. Es ist schon ein bisschen spät, wo ich das aufnehme. Einer Freundin helfe ich doch gerne, aber Jungs sollten das alleine hinbekommen. Okay, erstens, nope, Gleichberechtigung. Naja, wenn ich der Person nicht helfen kann, würde ich wahrscheinlich zu dem tendieren und dann aber gleichzeitig auch sagen, das solltest du lieber mit anderen fragen. Wobei ich auch noch mein Bestes tun würde, um zu helfen, soweit ich kann, was ja mit der Empfehlung einer anderen Person zusammenhängen könnte. Also gehen wir damit. Welche Tätigkeiten magst du? Entspannen, chillen, zeichnen, Sport treiben, lernen, weiterbilden, spazieren in der Natur. Also entweder entspannen, chillen oder lernen, weiterbilden, eins von beiden. Aber diese Quiz, bilden wir uns weiter, also nehmen wir das. Ist dem materieller Wohlstand wichtig? Irgendwie schon, ja. Ich schätze alles wert, was ich besitze, bekomme. Ich bin recht genügsam, ich besitze vieles. Vieles davon bräuchte ich nicht wirklich. Okay, gut, das trifft wahrscheinlich auf jeden von uns zu. Ich definiere mich über meinen Besitz. Nein. Was bringt dir materieller Wohlstand, wenn du nichts kannst? Ja, okay, das ist philosophisch, ja. Aber ich gehe mal mit dem Ersten. Taffe Frage. Welche der Steine gefällt dir am besten? Obsidian, Saphir, Azurit. Warum kommt zweimal Saphir vor? Smaragd. Saphir. Womit würdest du dich verteidigen bei einem Streit? Mit Gewalt, genau. Ich würde eher versuchen, den Streit zu schlichten. Scharfsinnige Antworten, Ignoranz, Scham. Also okay, Gewalt, nein, Ignoranz. Auch eher nein. Scham. Habe ich gar keinen. Zumindest würde mir bei einer Streitsituation, wenn ich emotionsgeladen wäre, sowas wahrscheinlich nicht einfallen. Also entweder das hier oder das hier. Ja, ich meine, kann ja auch scharfsinnige Antworten, während man einen Streit schlichtet. Also von daher. Welchen Ohren würdest du spontan beitreten wollen? Blackpool. Ich meine, komm, da ist Noel und Vanessa, was will man mehr? Ja, Schwester Lily. Aber davon abgesehen. Und letzte Frage. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Tschüss. Tschüss, bye, auf Wiedersehen. Und tschüss, Mann. Von Let's Play Markus, also nehmen wir das. Auswerten. Und... In welchem Black Claw Orden wärst du? Auswertung. Zu 36% sind sie in Azurit war noch mal was, das wäre jetzt interessant. Welche Orden war das noch mal? Okay, das Logo sagt mir mal genau Nüsse. Das ist ganz toll. Und ich merke gerade, ich war ziemlich nah am Mikrofon dran. Okay, Azurit. Keine Ahnung. First Order of the Magic Emperor will act accordingly to his requests. Members. Lil Bova Multi sagt mir gerade auch nichts. Der sagt mir auch genau gar nichts. Wann kam der vor?
Ja, okay, wenn ihr mehr wisst. Schreibt es in die Kommentare, welcher genau das war. Vielleicht könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen. Okay, ich will mich da nicht zu sehr spoilern, aber das ist... Ich finde, es schaut teilweise aus wie Lack. Das ist eine Mischung aus Lack und Aster irgendwie. Aber ich glaube, mir kommt man der bekannt vor. Naja, wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, was dann höchstwahrscheinlich das Detective Conan Review sein wird am Samstag.